Nee, Du noch machst so. weiter. Ja, ich wollte auf dein Referat eingehen. Ist das jetzt so eine allgemeine Diskussion? Kann ich das machen? Was soll ich hier von der Wir müssen nicht da sitzen. Gut, wir sitzen neben sitzen. Okay. Okay. Also was mir bewusst oder was ich empfunden habe, total subjektiv, aufgrund deines Vortrages, ist die unterschiedliche Wahrnehmungsebene, wenn wir an den Himmel schauen oder wenn wir ins Horoskop schauen, wenn wir zum Beispiel die Milchstraße beobachten, welche Körper von uns, welche Teile von uns berührt werden. Wenn wir an den Himmel schauen, wir schauen die Milchstraße an, dann hab ich subjektiv das Gefühl, ich schaue in eine ganz andere Ebene. Und das berührt mich auf eine ganz andere Weise. Also das ist mir jetzt so aufgefallen, aufgrund deines Vortrags. Ist vielleicht nicht so wissenschaftlich toll, aber wir könnten da mal drüber nachdenken. Wie empfindet man das, wenn man eine bestimmte Anschauung hat? Wenn ich ein schönes Bild anschaue, oder wenn ich das in Natura sehe, sowas. Also da werden ganz unterschiedliche Ebenen angesprochen. Und deswegen finde ich deine Darstellung mit den verschiedenen Sphären, wo die Seele dann hingeht, je weiter wir schauen, könnte ich mir vorstellen, dass dann auch andere, dass ein Seelenteil von mir berührt wird. Ich denke, das geht schon in den Wirkzusammenhang, dass eine große offene Diskussion ist. Ja. Was wird dann in uns berührt, wie es das sagt auch. Genau. Ja. Diese Vortrag von dir, wenn wir diese Betrachtungen anstellen, dann, ich glaube, wir vergessen da leicht, dass da sozusagen eine bestimmte Ideologie schon drin steckt. Also eine Ideologie nenne ich das jetzt mal, eine Vorstellung drin steckt. Denn wir gehen implizit davon aus, ich sage nicht, dass es du jetzt machst, aber so, wenn man sich das so anhört, ne, ist man sozusagen zumindest verführt, ja, implizit davon auszugehen, das, was wir da genau beobachten, das hat irgendwie eine Relevanz. Und je mehr wir genau beobachten können, desto mehr könnten wir genauer sein in der Deutung oder genauer sein in unserem, ja. Das heißt, und es ist eine sehr physikalische Betrachtung des Himmels, ja, mit unseren feinsten Mitteln, und wir sind dazu verführt, zu denken, das ist das sozusagen, was wirklich relevant ist. Und ich möchte das mal in Frage stellen. Ich möchte das als Ausgangspunkt nehmen für Forschungen. Ja. Weil eben, ich kann nicht sagen, dass es besser ist, ich stelle nur fest, nein, ich sage nicht, dass du das so gemacht hast. Ja. Ich meine nur, wenn man diese Gedanken anstellt, dann würden wir bedenken, da steckt ja schon sozusagen implizit eine bestimmte Denkweise drin. Ja. Wenn wir, wenn ich mir die Astrologiegeschichte mal anschaue, finde ich, da ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich mache mal an einem Beispiel fest. Gerade in der indischen Astrologie lesen wir bei Parashara, ja, also dem Klassiker der indischen Astrologie, dass er bis zu Einteilungen, bis zu 60 Einteilungen in einem Zeichen vornimmt. Bis zu 60 Einteilungen, ein halber Grad. Ja. Schauen wir uns mal an, wie die damals berechnet haben, was die Horoskope die gemacht haben. Also mit Empirie kann das überhaupt nichts mehr zu tun haben. Denn niemand damals konnte ein Horoskop so erstellen, dass genau die Planeten wirklich an jedem Gradzahl waren. Und das finde ich jetzt ganz interessant. Was passiert dann da eigentlich? Das heißt, Astrologen, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber man kann es eigentlich an ganz vielen anderen Dingen festmachen. Auch an der regulären Einteilung der Ekliptik. Die Astrologie hat eine sehr geometrische Natur. Also Da ist ein Aspekt in der Astrologie, der nicht mit den konkreten, genauen Beobachtungen am Himmel zusammenhängt, sondern der sozusagen ein abstrakter ist, geometrischer ist, der vielleicht mehr vergleichbar ist mit, ich meine, wir psychisch arbeiten, funktionieren wir ja auch so, dass wir sozusagen bestimmte Vorstellungsbilder haben, durch die wir die Realität filtern. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel wir sagen, wir teilen den Kreisen 360 Grad ein und geben diesen Graden irgendwie eine Bedeutung, dann merken wir ja, irgendwie hat das ja mit unserer Bewegung um die Sonne zu tun.
Aber was da wirksam ist, ist nochmal eine andere Ebene, nämlich eine Art harmonikales Prinzip. 360 ist eben durch viele Zahlen teilbar und 365,25 eben nicht. Ja? Also da wirkt was ein, was ein harmonikalisches oder geometrisches Prinzip ist. Und diese Gedanken möchte ich einfach mal, dass wir das mitbedenken. Weil die ganze Astrologie, wie sie entwickelt ist, ist eben nicht nur einfach die Beobachtung. Das ist ein Aspekt. Und vielleicht ein Aspekt, den wir verloren haben. Das will ich ja gar nicht verneinen. Aber da ist ein anderer Aspekt, aus dem die Astrologie erlebt. Und der ist viel, der hat viel mehr zu tun mit Harmonien, mit Schematas, ja, und sowas. Und das scheint jetzt zu funktionieren. Ja, das ist so das, was Kant nennt als das a priori, ne? Das geometrische Verständnis, die Idealisierung der Natur. Also ein Dreieck ist nur insofern ein Dreieck, als es idealisiert ist. Genau. Und das ist dieses a priori, was offenbar irgendwo drin steckt, was aber auch in unserem Erkenntnisvermögen steckt. Ja. Also als könnten wir nur darauf reagieren, als das, was wir in unserem Erkenntnisvermögen schon drin haben. Und das verweist sehr auf den Geist. Das verweist wieder auf das Geist. Und die Welt ist ja auch Zahl. Und dann kommt noch was Interessantes hinzu, was du gerade sagtest. Kepler hat ja tatsächlich von der Musica Romana und Musica Mundana gesprochen. Und in den Artis Liberalis im Mittelalter war die zwei Wissenschaften das Wichtige. Und diese harmonische Struktur der Musik, also die Musica Humana hat ja genau dieses Prinzip, 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5. Und die Musik ist ja darauf durch Pythagoras konstruiert, also von den Intervallen her, eben nicht von der Obertonreihe, einer natürlich physikalischen Reihe, sondern aus geometrischen Verhältnissen heraus. Und er kommt dazu, Pythagoras, dass es in der Musica Humana, die menschliche Musik, wie wir sie hören, ja das pythagoreische Komma gibt, weil die zwei und die drei nicht ineinander gehen. Das heißt, die Quinten und die Oktaven, die Saiten, die man teilt durch ein Halb und durch die man drittelt, gehen niemals auf. Man hat dann die zwölf Oktaven und die Quinten und dann hat man am Schluss das Is und das C. Das ist das pythagoreische Komma. Und das ist auch das, wo die Freiheit des Menschen liegt. Das System gebe ich auf, das geometrische System gebe ich auf. Und das nimmt auch Kepler, in Harmonicis Mundi, schreibt er ja davon, von der Musica Mundana, dass eben die Intervallbildungen zwar im Aphel und Perihel der Planeten zu erkennen ist, der war der erste übrigens, der musiktheoretisch den Quartsextakkord formuliert hat, den nachher Andreas Werkmeister hat es aufgegriffen, die Spekulation von Kepler, worauf Johann Sebastian Bach sein dur-harmonisches, also dur-moll-tonales System aufgebaut. Da muss man sich mal vorstellen. Gibt es eine Doktorarbeit drüber, wissen wir meistens gar nicht. Aus theoretischen Spekulationen heraus, aus dem Kosmos. Und Kant wiederum, der ganz damit im Zusammenhang steht, der geht von diesem a priori aus. Und tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass wir eine Astrologie haben, so wie es zu unserer Tradition passt. Gibt da ein Beispiel, zum Beispiel den Mond in der chinesischen Astrologie steht für Verstand, aber nicht bei uns. Ja, weil der die Geist, Denkweise, das Assoziative, der Geist, das Assoziative und das bildhafte Denken und das fließende Prinzip, ja, das Geist, das fließende Prinzip des Geistes ist eben ganz stark mit dem Mond assoziiert und wird da als Erkenntnismittel der Welt gesehen, während wir ja das dem Mond in der abendlichen Astrologie nicht zu erkennen. Das ist nur die moderne Astrologie, nicht die moderne Astrologie, weil wir anders konstruiert sind. Und wahrscheinlich ist auch diese alte Astrologie eine andere und kennt andere Wirkfaktoren als unsere heutige. Da hat man ja, weil wir das nicht diskutiert haben, keinen Pluto gehabt mit der Abweichung. Ne? In Babylon hatte man das ja nur bis Saturn. Deswegen auch weniger Differenzen vielleicht da. Aber da könnte es ja sein, dass die Art Astrologie, die wir haben und die Art Vorstellung der Welt oder Erkenntnisweise der Kultur, kulturellen Erkenntnisweise, irgendwie miteinander zusammenhängen. Also so wie wir durch die Kultur geprägt werden und die Astrologie, die wir benutzen. Das ist wie diese Rückkopplung, die du geschildert hast. Das hat eine Rückwirkung auf uns, die Art Astrologie möglicherweise. Also ich weiß es ja nicht, nochmal als Denkanstoß. Ja,
Ich würde gerne nochmal aufgreifen, was Heidi sagte, die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, was macht das für einen Unterschied? Macht es einen Unterschied, ob ich einen Aspekt jetzt im Horoskop sehe oder ob ich mir den am Himmel anschaue? Kann das was mit mir machen und wenn ja, wo? Also ich habe es erlebt, ich habe einen Aspekt im Horoskop angeschaut, ich habe Bücher gelesen, ich habe hin und her. Gut. Und dann habe ich mich in mein Horoskop gestellt an diese Stelle. Und das war eine ganz andere, interessante Erfahrung. Na sicher, weil wir mit anderen Sinnen dann waren. Ja. Ganz also genau. Mit dem Kopf, mit dem Auge. Ja, ja. Also ich möchte doch nochmal darauf zurückkommen, auf deinen Vortrag und auf diese Darstellung des Horoskopes. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was wir Astrologen uns mal überlegen sollten. Also wenn ich jetzt Raphael von der Seite skizziere und eine Zeichnung mache von deinem Profil und dann sage ich, das ist Raphael. Raphael. Und so sage ich genau dasselbe von einem Horoskop. Das ist die Konstellation. Aber diese Skizze von deinem Gesicht, aus dem Profil oder wie auch immer, gibt noch lange nicht dein wirkliches Aussehen wieder, wie ich dich jetzt hier wahrnehme. Und genauso ist es mit dem Horoskop. Wir müssen uns bewusst sein, dass das ein 3D-Raum ist, den wir 2D abbilden. Das heißt, es gehen viele Informationen verloren. Und das ist das Bewusstsein, sollten wir doch immer auch präsent haben, wenn wir das Horoskop anschauen. Aber das könnte ja genau die Entwicklung der Computertechnologie uns auch bringen, wenn wir Holographie uns vorstellen. Und wir könnten uns jetzt mal das, was wir in der Werbung sehen, wo jemand so Kugeln in die Luft wirft. Mhm. Vielleicht können wir in 10 Jahren Kugeln in die Luft werfen, wo wir holographisch ein Horoskop sehen. Das ist aber keine 10 Jahre mehr. 5 Jahre, ich sage ja nur, aber dann wären wir aus dieser 2D-Projektion weg. Und dann müssen wir uns auch nicht überlegen, wie wir das projizieren, sondern würden wir ihn auf einmal schauen. Dann sind wir bei der dritten Dimension angelangt und dann fehlt uns die vierte. Und es wird immer etwas fehlen. Ja, aber ich sage ja nur, das ist der nächste Schritt, weil es geheißen hat, die Computertechnik können wir nicht mehr. Da wird nicht mehr sehr viel kommen im ersten Vortrag und ich glaube, da wird noch sehr viel kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wir sollten nicht unberücksichtigt lassen, was Ulrike auch gesagt hat, dass vielleicht tatsächlich die Ekliptik der relevante Gesichtspunkt für die Astrologie sein könnte und die senkrechte Projektion richtig ist. Das muss man erforschen. Vielleicht ist das doch der Richtige. Ich möchte damit nicht Stellung dafür beziehen, aber die Offenheit ermöglichen. Ja. Also da möchte ich doch noch kurz sagen, dass eben diese Projektion über so Nord- und Südpunkte, die Ekliptik weiterhin der Bezugspunkt bleibt und die Abweichungen gering sind. Also ich habe Beispiele hier, wo ich Horoskope berechnet habe. Bei den Planeten schwankt das zwischen bis zu 1, vielleicht 2 Grad. Und beim Mond kann das vielleicht bis zu 5 Grad gehen. Und beim Pluto, da, je nach Breite, sind dann die Schwankungen groß. Aber Pluto hat noch nicht das Potenzial wie die klassischen Planeten, wo man so auf die Erfahrung bauen kann. Ja, bei Pluto ist noch viel Spielraum, um seine Bedeutung rauszuholen. Und was mit dem verbunden ist, mit dieser Projektion, ist eben, dass Pluto im Laufe eines Tages, jetzt bei uns in dieser Breite 40, 50 Grad, täglich mehrere Grad hin und her schwankt. Das heißt, es wäre relativ einfach zu überprüfen, ob da was ist, weil er da viele Transite macht im Laufe von einem Tag. Ja, man müsste aber natürlich sagen, macht man es geozentrisch oder topozentrisch? Topozentrisch, ne? Ist ja ganz klar. Ja? Also für mich steht das außer Frage. Ein Horoskop berechnen wir auf uns, auf ein Ereignis. Das geschieht hier und nicht 6000 Meter entfernt in der Erdmitte. Ja, nicht Erdmitte. Okay. Ja. Aber die Häuser berechnen wir auch auf diesem Gebäude. Die Häuser werden berechnet über den Erdmittelpunkt.
Das kommt auf dasselbe. Ja, aber nicht bei seinem System. Da wäre ein Unterschied, ob er den Horizont an- und topozentrisch oder ja, so den Horizont. Bei dieser Methode, die er vorschlägt, gäbe es eine Differenz. Das heutige System ist nicht topozentrisch. Inwiefern tangiert das meine Deutung? Können auch machen. Also in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht. Dieser 1, 2 Grad. Es sind ja nicht nur 1, 2 Grad, aber es sind sicher. Ich wollte noch einen Punkt machen. Ich bin mir nicht sicher, ob topozentrisch besser ist als geozentrisch. Es könnte auch sein, dass wir als Individuum uns mit der Erde identifizieren und die, wenn es eine Wirkung der Planeten gibt, wir diese über die Erde sich auf uns überträgt. Wir wissen das nicht. Also ich würde vorschlagen, dass man sich nicht zu entschieden festlegt auf eine dieser Methoden. Also wir haben gesehen, dass es keine Mittelpunkte gibt. Die Erde ist kein Mittelpunkt, die Sonne ist kein Mittelpunkt, die Milchstraße ist kein Mittelpunkt. Ja. Aber es gibt immer einen Mittelpunkt, also alles ist ein Mittelpunkt. Diese Blume ist ein Mittelpunkt vom Universum, ich bin ein Mittelpunkt. Und für mich ist das völlig absurd, ein Horoskop zu berechnen, das fern vom Ereignis ist. Es gibt ja auch heliozentrische Horoskope, Leute, die darauf schwören. Ja, ja gut. Moment, kurz. Du hast schon lange eine Frage. Mir scheint irgendwie, dass da wieder was so hin und her schwingt. Also das eine ist irgendwie dieser Versuch, möglichst wirklich genau zu beobachten und diese genaue Beobachtung dann irgendwie in das Horoskop zu übertragen. Wenn wir das so machen, dann hast du ja ein tolles Beispiel gebracht, wo du gezeigt hast, dass ein Fixstern, nämlich der Aldebaran, viel klarer in der Konjunktion war als der Saturn, glaube ich, mit Venus oder Sonne. Was dabei völlig wegfällt, sind eben diese Dimensionen, die dann tatsächlich vorhanden sind. Weil der Aldebaran ist zwar ein Riesenstern und dadurch viel heller und sichtbarer, aber real ja viel weiter weg als der Saturn für uns. Und wenn wir schon dieser Distanz zwischen Saturn und Venus und Bedeutung beimessen, dann frage ich mich, dann müsste, ne? Also dann, aber da kommen wir eben immer in Schwierigkeiten. Das eine ist genau phänomenologisch vorzugehen, also genau was beobachten wir einfach und das andere praktisch außer Acht zu lassen. Und das andere ist dann die Realitäten, die wir zwischen kennen und messen können, mit einzubeziehen. Und da scheint mir das ist so eine Schwierigkeit. Das ist ein sehr guter Einwand, ne? Weil das ist zum Beispiel in dieser Darstellung gar nicht drin. Würden wir die Darstellung tatsächlich dreidimensional machen, dann hätten wir eine Tiefe. Ja. Und die ist in dieser Darstellung gar nicht drin. Und dann würden wir sagen, da ist auch gar keine Konjunktion. Ja, das wäre alles absurd, denn die haben ja Millionen von Lichtjahren, kann ja was weg sein. Die Sterne stehen ja gar nicht so. Bei dem einen sehen wir nur so viel Lichtjahre, bei dem anderen Millionen Lichtjahre. Und in Wirklichkeit, wenn man den Punkt nehmen würde und man würde sehen, wo stehen die realen Sterne, kann man ja gar nicht mehr bestimmen. Wir sehen ja immer nur Lichtpunkte. Also wir müssen die Lichtgeschwindigkeit damit einrechnen. Uns kommt ein Bild an, aber in Wirklichkeit sind wir vom Raum her völlig unterschiedlich. Aber vielleicht ist das belösbar, wenn wir uns darauf reduzieren, dass wir sagen, was fragen wir eigentlich? Was wollen wir wissen? Wir können nicht alles zusammen in einen Pott packen. Wir müssen wissen, was will ich mit welchem System wissen? Das ist meine Frage, meine Ansicht dazu. Denn du kannst jede Frage nur teilweise beantworten, dann mit einem bestimmten System. Also wenn man nochmal auf das Gesicht zurückkommt. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz klar. Das ist dasselbe, wenn du die vedische und die westliche Astrologie vergleichst. Die westliche Astrologie will immer ein konkretes Ereignis, was ganz Konkretes. Und die vedische Astrologie ist mehr so auf die psychischen... Umgekehrt. Ja, aber versteht ihr, was ich meine? Du kannst mit einem
bestimmten Systemen vielleicht besser eine Frage beantworten als mit einem anderen. Ja. Wir haben so viele Werkzeuge, dann lasst uns die benutzen und nicht sagen, das ist Mist und das ist gut und das ist schlecht, sondern davon ausgehen, was will ich wissen? Was will ich erforschen? Woran will ich arbeiten? Und demzufolge kann ich meinen Werkzeugkasten nehmen. Na gut, ich denke, darum geht es ja, glaube ich, in der Diskussion gar nicht, was ist richtig und was nicht, sondern wie, also wir müssen ja überlegen, oder es ist legitim, sag ich mal, sich zu überlegen, wie ist dieser Zusammenhang aus der Erfahrung, wie ist dieser Zusammenhang denkbar und was ist da relevant und was nicht? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber um diese Dinge geht es. Ja? Richtig, nicht klar. Ist zum Beispiel relevant, ist diese Nähe sozusagen der Punkt am Himmel relevant? Ja? Ist die Tiefe relevant? Offenbar ist die Tiefe zum Beispiel nicht so relevant, aber wenn die Tiefe nicht relevant ist, wieso soll da was anderes dann so relevant sein? Also diese ganzen Fragen stellen ja da dran. Und was ist eigentlich die Natur dieses Systems, mit dem wir arbeiten? Und ich meine, aus der klassischen Astrologie kommt oder auch aus der vedischen Astrologie kommt, ist natürlich die Betrachtung des Horoskops eben viel abstrakter. Sie ist nicht so konkret, was sehen wir genau am Himmel. Das ist immer, weil man arbeitet mit Systemen, die sozusagen rein numerologisch symbolisch sind. Man denke zum Beispiel an solche Dinge wie dieses Dasha-System, also Systeme von Perioden, von Kanten. Ne? Da steckt ein numerologischer, symbolisch-numerologischer Zusammenhang drin, den kann man nachvollziehen. Mhm. Nur mit Astronomie im konkreten Sinne ist das ganz, ganz weit entfernt davon. Und trotzdem wirkt da was. Und was wir ja machen, ist, wir versuchen zu ergründen, was ist eigentlich die Natur dessen, mit dem wir da arbeiten. Und natürlich ist die Darstellung, macht sehr viel aus und blendet Dinge aus oder blendet Dinge ein, Trotzdem müssen wir dann auch fragen, wir müssen da differenzieren. Mhm. Ne? Also das ist mein Ansatz, lass uns differenzieren, zum Beispiel tropisch-siderisch, lass uns differenzieren, nicht sagen das eine oder das andere, sondern lass uns differenzieren. Was ist wofür? Was ist wofür? Ja. Das heißt, welche Frage stelle ich, was will ich wissen? Ich bin vollkommen mit dir einer Meinung. Ja, und dann kann man natürlich unterschiedliche Fragen oder Ansätze mit unterschiedlichen Techniken beantworten. Genau. Die nächste Frage. Ja, das eine Bild mit der die Geburt und da sieht jemand den Mond. Ja? Und wo ist der denn dann in der Berechnung? Dann ist er ein 1. Beantwortet unglaublich viel. 12. Beim Sehen ist er ein 12, bei der Berechnung ist er ein 1. Das war die Ausgangsthese. Ich möchte nur wiederholen, was gerade gesagt wurde. Keine Grundsatzdiskussion, ob das wahr oder falsch ist. Die Beobachtung beinhaltet offensichtlich eine andere Qualität, als die errechnet. Ja. Es gab das eigene Beispiel, früher habe ich in einer Stunde Ephemeriden aufgeschrieben, gezeichnet, gemacht, mich reingefühlt in das Bild. Um es in die Nutzbarkeit zu bringen, nämlich Auftraggeber ist Repräsentant dieses Bildes. Und dann in der Verbindung mit dem Auftraggeber dieses Bild in der Eigenleistung nicht nur zu interpretieren, sondern die gestellten Fragen zu beantworten. Das ist Arbeit. Okay? Von seinen Beispielen her, in der direkten erlebten Beobachtung, habe ich besondere Erfahrungen gemacht, inklusive Veränderung des Geräuschpegels, natürliche Strukturen und ganz anders wahrgenommen, also in einer Energetisierung oder eine fehlende Energetisierung erfahren dürfen. Ich vermute, Al-Babino, dass es den Menschen gab, der da unten auf dem Boden unterwegs war, gelaufen ist und den, der oben auf dem Ziggurat war und gesehen hat. Der eine hat einen Auftrag und der andere hat ein Leben. Es gibt einen Unterschied in der Position des von oben Beobachtenden, ganz auch physikalisch nachvollziehbar, zu dem, der 70 Meter oder wie viel auch immer unten drunter sich bewegt. Und da sind wir meiner Ansicht nach heute noch. Dass der Unterschied zwischen dem, der da sieht, nämlich ein Zeitunterschied ist, von der Rezeption einer Erfahrung
weil er auf erhöhter Warte steht, im Verhältnis zu dem, der sich unten befindet, also später damit konfrontiert wird. Ganz physiologisch. Ist das nachvollziehbar, oder? Das würde voraussetzen, dass das gespeichert wird. Ne? Es gibt dazu erstmal gar keine Voraussetzung, sondern eben halt unterschiedliche subjektive Erfahrungen von ich sehe und erlebe das und das hat in mir etwas ausgelöst. Was auch immer es auslöst. Und die Interpretationsfähigkeit des individuellen Beobachters, egal wie er dazu kommt, ist immer subjektiv. Immer gefärbt durch die eigene Erfahrung, durch die Ahnung einer Möglichkeit, die Vermutung einer Relevanz und wird normalerweise auch ausschließlich dadurch gesteuert, was der jeweilige Rezipient, der Auftraggeber, der Kunde, wie auch immer, sich wünscht als Ergebnis. Wie gut wird er gebrieft? Wie kann er dann anhand dieser Information selbstgestalterisch, Auftrag ausführend, in sich selbst, selbstgestalterisch wiederum wirken? Und da sind wir in dieser Ebene, die eben halt das Problem meiner Ansicht nach des Ganzen darstellt. Es geht überhaupt nicht um den kosmischen Hintergrund, um Tierkreis, um Konstellation, um siderisch. Gar nicht. Es geht ausschließlich um die energetischen Grundstrukturen, die sich miteinander in welcher Form auch immer, ob harmonikal, musikalisch, mit Klangschall, mit was auch immer, verbinden lassen in der gelebten Jetzt-Existenz. Und wie lange ist die Halbwertszeit dieser Information in jegliche projizierte Zukunft? In welcher Qualität kann ich sie erfüllen? Und dann sind wir meiner Ansicht nach auf dem Themenbereich, dass es gar nicht um die singuläre 1 Grad, 2 Grad, 10 Grad, 15, Konstruktion, Geometrie, alles nicht, sondern je genauer wir wissen, was bei uns selbst funktioniert, ist es ein Beacon-Team zum Beispiel, ist es was auch immer, ja, irgendeine Seitenaspektlinie, jegliche Aspekte, die in uns veranlagt ist, auch automatisch in der Außenresonanz auftaucht. Und da hat, glaube ich, jeder anhand seiner eigenen Transite als beratender Mensch in diesem Segment Erfahrungen gemacht, die sind unglaublich, ob das was mit der Mondprogression oder Direktion zu tun, was auch immer, egal in welchem Bild das ausgelöst ist, da tauchen die Menschen auf, die haben das unterrichten. Unsere Klienten sind unsere Lehrer. Großartig. So. Das war das, worauf ich hinaus möchte, dass die reine Beobachtung einen höheren energetischen Impuls besitzt, als die scheinbare Nachvollziehbarkeit einer Ephemeride, als Buchcharakter unten sich bewegend oder beobachtend erfahrend. Die Offenheit der Erfahrung ist qualitativ höherwertig als die Wiedergabe einer jeglichen, in welcher Zeit auch immer verankerten Erfahrung. Das heißt, es gibt eine Affinität und das zieht den Passenden an. Es gibt ein Resonanzphänomen. Das zieht die passende Erfahrung an, auch den passenden Menschen für die Beratung. Auf unterschiedlichsten Niveaus. Das ist sehr plausibel, ja. Man könnte ja auch das Geburtshoroskop als eine Beobachtung beschreiben, nicht wahr? Derjenige, der geboren wird, der wird geprägt, nicht weil er zum Zeitpunkt der Geburt in einer Ephemeride nachschlägt, sondern weil er einfach in diese Konfiguration hineingeboren wird. Ja. Also, klar, kenne ich ja. Und es ist noch zu erweitern, deshalb gibt es auch andere Hilfsmittel als Astrologie. Ja. Und es ist ein Modell, Dinge zu erkennen. Es ist ein Alphabet, ein Instrument, ein wie auch immer, ein Sprachduktus, eine Intonationsform, es gibt endlos viele Möglichkeiten, wie man das interpretiert. Die Fragestellung, die aber für jeden, also ich unterrichte auch Menschen, also ich bilde aus, die kommen aus den unterschiedlichsten wirklich Gewerken, was auch immer. Und es ist immer wieder deutlich, dass in bestimmten Strukturen, und ich rede von Aspekten, in bestimmten Strukturen bestimmte Neigungen, noch keine Manifestation, aber Neigungen sichtbar zu sein scheinen. Wenn man dann aber auf das Niveau geht, nämlich möchtest du Kreisliga, Bundesliga, Weltmeisterschaft spielen, gibt es gigantische Unterschiede, die einerseits mit der Genealogie in Verbindung zu bringen sind, also aus der und der Zusammenhänge in dieser Struktur scheint es eine Affinität dazu zu geben oder ein, das wollte ich immer, aber das traue ich mich nicht, weil Urgroßvater mütterlicherseits war ja sowieso schon ganz großartig, da komme ich nie hin. Also wo eine Selbstdestruktion innerhalb der Genealogie verankert ist und gleichzeitig, dass diese Kernambition ist wie das Leuchten im Auge eines Kindes, wenn irgendein Fest stattfindet, egal welcher Natur. Und in dem Moment, wo ich aus diesem Bild heraus eine Synthese herstellen kann, des gegenwärtigen Erlebens zu dem, was in einer zeitlichen Projektion, was das Horoskop in sich selbst verankert hat, anbieten kann als Möglichkeit unter folgenden Bedingungen, aus eigener Erfahrung heraus,
nicht mehr, das ist kein Gesetz, das ist nur, ich habe die Erfahrung gemacht oder andere berichten mir, man ist also Schnittstelle als Informationsquelle für derartige Entwicklungswege, man durchaus die Chance hat, jemanden über eine bestimmte Zeit in richtigen Abständen vielleicht zu begleiten, als eine Möglichkeit, oder zu den Menschen zu schicken, die dazu besser geeignet sind. Das muss man auch sehen. Ja, es gibt bessere Lehrer als einen selbst oder aus welchen Gründen auch immer. Also dieses konstruktive Loslassen, was ich damit auch verbinde, dass nämlich die Begegnung mit dem Klienten zu dieser Zeit eine Momentaufnahme ist oder durchaus eben halt über eine längerfristige Periode hinweg, sei es Saturn-Jupiter-Konjunktion oder was auch immer, ist alles möglich, wirklich inspirierend für beide Seiten sein kann. Das ist so meine Sichtweise dazu und deswegen Sichtbarkeit als elementares Element der subjektiven Umsetzung einer Erfahrung, die in uns verankert ist. Subjektive Umsetzung der Erfahrung, die in uns verankert ist. Würdest du das mit Good Vibrations? Ja, Flow, Bliss, ja, was auch immer, klar. Das ist eben halt ganz, also in unglaublich vielen Worten, aber es gibt kein Synonym. Es gibt nicht, das ist es. Genauso wie es in unserem Kulturkreis kein Wort an sich für Kundalini-Energie gibt. Die ist aber überall vorhanden, auch wenn wir es nicht so benennen. Ja? Wir nennen es dann vielleicht Drill oder was auch immer es geben mag, keine Ahnung. Aber es gibt elementare Verbindungsstrukturen, egal wo auf diesem Planeten, die etwas mit den Zyklen dieser Galaxie, dieses Gesamtkonstrukts, was es wie auch immer sein mag, ganz klar für mich in der Beobachtung und in der Erfahrung mit unterschiedlichsten Kulturkreisen, von der Sahara oder Mauritius, sonst wo auf dieser Welt, immer wieder auftauchen. Und jenseits der Sprache, jenseits von Kultur, jenseits von Religion, immer wiederum eine Qualität besitzen, die einem Selbstausdruck entspricht, der einzigartig ist. Ich würde gerne was sagen. Wir haben jetzt einmal in ein Horoskop geschaut, das berechnet worden ist, so rein im Kopf. Wir haben in den Himmel geschaut, haben etwas Persönliches erlebt oder wir haben uns irgendwo reingesetzt, haben etwas erlebt und ich persönlich. Ich habe von allen drei Arten sehr profitiert. Auch von denen, es ist Uranus im fünften Haus, du könntest vielleicht Computer lieben. Ich sage, ich nie. Doch, ist in deinem Horoskop. Ich sage, weißt du was, ich mache Volkshochschule, ich probiere es raus. Das ist meine große Leidenschaft geworden. Das ist aber jetzt irgendwie so vom Kopf werden. Dann kann ich aber auch rausgehen, in den Himmel schauen und bin beeindruckt von der Atmosphäre, vom Knistern, das finde ich im Horoskop nicht. Ich kann mich reinstellen in mein Horoskop, an meine Stelle. Ich entdecke ganz was Neues. Also ich finde alle Methoden sehr, sehr hilfreich. Also ich würde nicht sagen, ich mache nur das oder nur das. Ich finde die alle spannend. Ja, weil in erster Linie machst du es für dich und nicht für die anderen. In diesem Fall ja. Es ist in allen Fällen so. Ja. Alles, was du machst, machst du in erster Linie für dich. Ja. Es geht immer nur ums Selbst, oder? Das sagt dir die ganze Astrologie schon. Sondern ist das Zentrum. Ja. Repräsentiert das Ego. Es geht immer nur ums Ego. Darum kreist sich alles. Und was mir vorhin noch aufgefallen ist, mit diesem Gesicht zum Beispiel, er malt jetzt hier die Seite. Also es gibt Spiegel, da schaut man das nach vorne, dann gibt es Spiegel, da muss man so drehen, dann kann man das schauen. Und manchmal braucht man sogar zwei Spiegel, um das hintere zu sehen. Und alles sind ja Spiegel also, oder Werkzeuge, wie halt gesagt, Werkzeuge, mit denen wir irgendetwas betrachten können, was für uns interessant ist. Er hat das ja schön gesagt, oder? Sagt er, lernt von seinen Klienten. Ja. Das tue ich auch. Ja. Das tue ich auch. Ich bin bezahlter Schüler. Wahrscheinlich das ist fantastisch. Also bezahlter Schüler zu sein, das ist das Großartigste, was in meinem Leben bisher passiert ist. Ist nicht ganz fair, oder? Aber, nee, super fair, weil ich das auch kommuniziere. Also ich kommuniziere das genauso, dass man sich respektvoll auf der Augenhöhe begegnet. Also definitiv auch ganz klar unter dem Aspekt, dass es Menschen gibt, die die Tendenz haben, wenn sie jemanden gefunden haben, mit dem sie sich gut über sich austauschen können, gerne nochmal kommen, das. Also sie werden zu Junkies. Und ich akzeptiere keine Junkies. Ich sage ganz, ganz klar nach einer von mir selbst, und das ist immer unterhalb jeglicher Schmerzgrenze, egal ob es Finanzen angeht, Zeitaufwand oder ähnliches, ganz klar, das ist nicht der Weg, den ich unterstütze. Mir geht es um völlige Autonomie, innerhalb der Möglichkeiten, die gegenwärtig gegeben sind, inklusive, dass jeder irgendwann alleine laufen können sollte. Aber ich wollte dieses Beispiel mit der Sonne, egozentriert, nochmal in den Raum werfen, in Verbindung zu seiner Bildstruktur, die er angeboten hat, Galaxie, erhöhte 8. Sphäre, 9. Sphäre, wie man auch immer das sehen mag. Wenn man die Sonne wiederum als Flaschenhals begreift, also als Flaschenhals, also im Grunde genommen diese Engstelle, die es bei Computern geht, ja, also das ist der höchstmögliche Informationsfluss.
Und dieses erweiterte Bild, und sagt, okay, es gibt endlose Milliarden von Sonnen und die sind alle irgendeine Art von Flaschenhals. Das ist das Gegenstück zu den sogenannten schwarzen Löchern als Bild. Ja, einfach nur mal als Bild in den Raum. Es gibt die schwarzen Löcher und es gibt die Flaschenhälse der Sonne. Und das wiederum als einen Weg beschreibt, der, ob das eine Inkarnation ist oder was, aber jedenfalls eine energetische Struktur, die mit einer erhöhten Verdichtung dazu führt, dass die jeweils in ihrem Gravitationsfeld, das ist reine Physik, das ist Newton, und Newton lassen wir einfach mal so leben, wie er gelebt hat, kommt da was auch immer an. Flaschenhalsdenken und eine Zeit, die sich unterscheidet, nämlich zwischen 8 Minuten und 10 Sekunden und 8 Minuten und 27 Sekunden. Das ist die Zeitdauer, die unabhängig von der Entfernung Erde-Sonne das Licht braucht, um uns zu erreichen. Ja, das ist einfach, ich glaube, wissenschaftliches Faktum, das unterscheidet sich um 17 Sekunden. Und wenn wir dann schauen, wer mit Sonnenferne und Sonnennähe zum Beispiel auf diesem Planeten unterwegs ist, dann ergeben sich daraus wiederum schon die einzigen, für mich wiederum, völlig irrealen Zusammenhänge, die wiederum auf soziologischer Untersuchungsebene etwas mit der erhöhten Sterblichkeitsrate zu tun haben mögen, von Säuglingen, die im Winter geboren sind und von Säuglingen im Sommer, die haben eine höhere Sterblichkeitsrate als im Winter geboren. Also wo sozusagen der Lichtabstand als Impulsgeber eventuell auch eine Rolle spielt, was wir alles nicht wissen. Und sehr gut aufgenommen, nämlich es kann sein, das war eine Synthese aus diesen beiden Informationen, dass wir ja den Impuls über die Erde bekommen. Und das ist völlig egal, also topozentrisch, geozentrisch, heliozentrisch, völlig egal. Sondern ausschließlich, ob unsere Widerstandsfreiheit dem jeweiligen Impuls entspricht, ihn auszuagieren. Also ob unsere Widerstände in uns, Glaubenssätze, Instruktionen, sonstiger Natur, uns daran hindern, den eigentlich vorhandenen Impuls zu realisieren aus uns heraus, oder wir in der Blockade sind, das darf man nicht, das kann man nicht, aus den und den Gründen. Und diese Art von im weitesten Sinne spiritueller Befreiung innerhalb des gesamten Kontextes, dafür ist zum Beispiel auch die Astrologie, egal in welcher Form, ein hervorragendes Mittel, weil ich Ansätze habe, anhand der Transite, über welchen Weg ich das grundsätzlich unterstützen kann. Es gibt einen Unterschied, ob während einer Familienstellung oder Horoskopstellung mein Merkur hochaktiv ist, meine Venus, mein Mars oder was auch immer. Da ist ja auch schon beobachtbar. Also gibt es die verschiedensten Berichte von unterschiedlichsten Menschen darunter. Und wiederum völlig abhängig von den, wie wir auch wissen, Transiten des jeweiligen Veranstalters. Gehört auch dazu. Okay, ich bin jetzt, ich könnte ansonsten jederzeit gerne weiterreden. Ja. Wenn es Transiten sind. Ja. Und da hat der DTV herausgefunden, dass das ist, woraus die Astrologen die größte Evidenz ziehen oder die größte Einigkeit, die Transite, dann stellt sich die Frage, ja, wo wird denn die Geburtskonstellation und wie gespeichert? Wieso ist die in uns eigentlich? Und wo und wie? Was ist das? Wir haben hier ein paar Monikales begrüßt, sag ich mal, dass dieses irgendwie rhythmisch so ist, dass darauf später aktuelle Planeten reagieren können und dass ich darauf reagieren kann. Was findet da eigentlich statt? Nämlich dann ist offenbar die Astrologie doch keine reine Fiktion oder Glasperlenspiel, sondern man kann sich schon fragen, wie ist da der Wirkzusammenhang, und man ist dann schon wieder bei der Astronomie abgelandet. Ne? Nicht unbedingt. Man kann auch in der Quantenmechanik abgeleitet sein. Und der Speicherort innerhalb des Individuums ist sehr unterschiedlich. Das erkennt man an der Stimme, das erkennt man am Gang. Also es gibt da diese reine Chakrenlehre mal grundsätzlich als ein Beispiel, wie man das beschreiben kann. Und dann sieht man, dass jeder Mensch aus einem anderen, ich nenne es Präferenzchakra, heraus sich bewegt. Ja? Also der 100-Meter-Läufer, der auf einmal alle anderen 100-Meter-Läufer beim WM-Finale hinter sich stehen lässt, der geht aufs Herzchakra und macht einfach, der ist wie gezogen an der Gummischnur und hat diese entscheidenden dann endlos Schritte gegenüber den anderen, die eigentlich ähnlich schnell sind, ganz exemplarisch gezeigt. Und das gilt für alle möglichen anderen Betrachtungsweisen, an allen möglichen Sportarten, in allen möglichen anderen ganz normalen Begegnungen. Wo sind wir in unserer Grundrezeption auf diesem Planeten unterwegs? Sind wir basisgesteuert, sakralgesteuert, solarplexusgesteuert, wie auch immer? Und dann wiederum ist dem angelagert das sekundäre Präferenzchakra, mit dem wir das in uns ausmachen. Das ist unsere Geisteshaltung dazu. Und das ist eben halt eine kurze Achse im Zweifelsfall, ein Instrument sich vorzustellen, oder eine lange Achse, also ein großer Ton, ein kleiner Ton, ein kurzer Ton. Und dann sind wir dann wieder bei den unterschiedlichen Beispielen, die schon gefallen sind. Und wenn man das als Grundmodell einfach annimmt, als eine Möglichkeit der Beobachtung und das wieder in der Zuordnung zu den Aspekten eines Horoskopes, hat man eine relativ saubere Grundlage, mit der man einfach mal versuchsweise arbeiten kann. Und wenn es für einen funktioniert, macht man einfach weiter. Es gibt ja keine Behinderung, es gibt ja niemanden, der einen TÜV-Stempel gibt in dem Sinne. Außer man ist eben halt gläubig, dass irgendjemand anderer das besser kann als man selbst. Und wenn man weiß, dass man das nicht komplett selbst am besten kann,
dann sollte man sich verbünden mit anderen, die bestimmte Segmente vielleicht viel besser können als man selbst. Also das ist ja das, weshalb wir zusammenkommen, um herauszufinden, wer mit wem vielleicht am besten jenseits seines Selbst zusammenkommt, um das, was generell das Thema ist, zu erweitern und vielleicht in den Kontext hinein zu begleiten, der jenseits von Anerkennung durch die IAU oder ähnliches einfach sagt, okay, was ist denn die Anwendung grundsätzlich medizinisch, das? Es gibt ja endlos Möglichkeiten, das halt zu evaluieren. Aber wir waren ja vorhin schon wieder bei den Wenn, dann bei den Schwingungen. Ja. Das heißt also, wenn die Frage ist, wo ist das in uns gespeichert, dann denke ich, dass das eine Information, eine Schwingung ist, die uns prägt und die konform geht mit der Resonanz in unseren Chakren, was wiederum was mit unserer Entwicklung zu tun haben könnte. Das ist also der Geburtsmoment mit Aszendent und MC. Ist so stark prägend, dass es irgendwie festgehalten ist. Das ist natürlich schwer vorstellbar. Okay, aber das ist ja gerade das Interessante, darüber nachzudenken, wie sowas geht. Das führt aber vom Thema weg. Wobei aber nicht gesagt ist, dass es eine Prägung ist. Wenn du von einer Prägung sprichst, dann ist es ja. Da klingt da an, dass sozusagen da tatsächlich sozusagen eine physikalische Realität irgendwie einen Eindruck hinterlässt auf mein Wesen. Eine physiologische Resonanz zum Beispiel. Das würde aber letztendlich, wenn ich das zu Ende denke, würde das bedeuten, dass meine Existenz eine völlige Sinnlosigkeit ist. Exakt. Zu Ende gedacht, das ist genau richtig, was er sagt. Nee, ich muss ja nicht Materiendualismus machen, Geist, Materiendualismus. Ich kann genau übrigens sagen, Materie hat geistige Eigenschaften oder der Geist ist an Materien geknüpft oder wie auch immer. Ich kann doch nach der materiellen Übertragung fragen oder den Wirkmechanismus in der Natur oder in mir, in der Physiologie oder auch in der Physik, oder Metaphysik kann ich danach fragen. Ohne den Geist auszuschließen, denn wir sagen ja doch eigentlich, dass sich Geist auch im Materiellen manifestiert. Also das wäre jetzt für mich kein Gegensatz. Ja. Ich möchte schon wissen, wo ich natürlich suchen darf, auch wenn ich sage, mein Körper. Aber es würde bedeuten, dass das, was sozusagen uns ausmacht, also das, was wir im Horoskop erkennen, was uns ausmacht, eine reine Zufälligkeit wäre, weil ich zu diesem Zeitpunkt geboren bin, wo dieser Einfluss eben da war. Nee, das ist kein Zufall. Da kannst du wieder in ein Metasystem gehen und sagen, diese Informationen, die kommen aus einer viel höheren Bewusstsein, so einer geistigen Ebene. Da könnte ich auch fragen, das ist doch systemisches Denken. Geboren werde oder was, woran in welcher Kultur ich geboren werde, sehe ich jetzt nicht als Zufall unbedingt. Oder in welcher Stunde ich geboren bin, das ist einfach die Frage danach. Also ich war der Karma. Das erklärt noch nichts. Das ist nur ein Wort, ein Denkmodell. Ich kann auch Schicksal sagen, kann auch Gnadenprinzip sagen, wie vielleicht die Protestanten sagen oder was auch immer. Aber trotzdem darf ich danach fragen, wie überträgt sich das an uns? Es muss doch überhaupt nicht übertragen sein. Das ist ein Gehorchen dem materialistischen Prinzip, was längst hinter uns steht. Das ist der Versuch, etwas mit etwas zu erklären, was seit 600 Jahren keinen Menschen nicht mehr interessiert. Nicht Einfluss, Zusammenhang. Es geht um Übertragung. Übertragung, Prägung, da denke ich an eine Wirkung. Und die Frage, ich würde es mal auf die Frage reduzieren, ist es eine Wirkung oder ist es eine Art von Synchronizität? Genau. Was passiert zwischen der Geburt? Ich bin einverstanden, Synchronizität, weiß aber immer noch nicht, wie Synchronizität funktioniert. Aber wir können doch ganz klar sagen, wenn wir das Paternoster-Bild benutzen, im Paternoster sind so und so viele Möglichkeiten, sich aus egal welchem Stockwerk in egal welches Stockwerk zu bewegen. Und das Geburtshoroskop definiert nur, in welchem Stock, in welche Richtung wir einsteigen. Das heißt, wir sind eingebunden in einen generellen Prozess, der unendlich zu sein scheint, nicht ganz, also wissenschaftlich wird dann irgendwann ein paar Milliarden zumindest dieser Planet geschluckt sein von der Expansion der Sonne und so weiter. Aber generell
in einem in sich selbst schlüssigen Prozess zu einem Zeitpunkt, der ob selbst gewählt kam oder wie auch immer, ausschließlich nur die Signatur beinhaltet, es hat stattgefunden. Sonst nichts. Es hat stattgefunden. Und die Symbolik dazu verbinden wir mit dem ersten Atemzug und das Aussteigen aus dem Paternoster ist der letzte Atemzug. Die Art der Umrundung in der Zwischendurchzeit ist in ihrer Qualität unbestimmt, in ihrer Dauer unbestimmt, außer, okay, wir können über bestimmte Techniken auch astrologisch, Todesdaten und ähnliche Dinge voraussehen oder ahnen, was auch immer, was für uns ja verboten ist oder nicht gewollt, in der indischen essentiell. Wieso eigentlich? Nein, das ist eine andere Geschichte. Also es hängt eben doch von der Kultur ab. Aber wann und wie und in welcher Haltung wir uns in diesem Paternoster bewegen, wenn das ist, was uns bewegt und das vielleicht auch die Welt ist, die uns bewegt, steht uns völlig frei. Und das entfällt in dem Moment, wo ich mit einer kausalmechanischen Verbindung der Beseelung, des Körpers, der Roadmap-Astrologie arbeite, weil der Moment der Unfreiheit entsteht, in dem Moment, wo eine Programmierung ausschließlich so funktionieren kann, wie es dort angeboten ist. Ja. Und bitte? Da wäre historisch einiges zu sagen, ja, ich weiß, dazu, ich weiß. Weil nämlich die kausalen Ansätze im Mittelalter derart waren, dass der Einfluss der Gestirne zwar deterministisch und absolut prägend aufgefasst wurde, dass aber und auch die Wirkung tatsächlich so aufgefasst wurde bei den Tieren und bei der nicht belebten Natur, dass aber der Mensch durch seine Vernunft und seine spirituelle Qualität in der Lage ist, trotz diesem absolut zwingenden Einfluss, sich über diesen zu erheben und gegen diesen sogar zu verstoßen. Das ist die christliche Astrologie, die ist deterministisch in dem Sinn, dass zwar eine Neigung, eine Prägung, eine tatsächliche deterministische Prägung stattfindet, dass der Mensch aber trotzdem eine Freiheit darüber hinauszugehen behält. Also kausalistisch heißt nicht zwingend deterministisch oder fatalistisch. Nicht zwingend. Da gibt es jede Menge Texte, Thomas von Aquin und sogar byzantinische Autoren, die das so beschreiben. Das ist eine Entwicklung der christlichen Astrologie. Das ist aber die Frage, ob diese Entwicklung gerade der christlichen Astrologie nicht eine Einschränkung ist, die letztendlich in der modernen psychologischen Astrologie ihren Handlanger hat. Ja. Denn die moderne psychologische Astrologie ist meines Erachtens eine Fortsetzung der thomistischen Vorstellung, dass es da eine Art von Prägung gibt und wir sozusagen psychologisch irgendwie temperamentvoll geprägt sind und deswegen bestimmte Neigungen haben, aber darüber hinaus können wir nichts sagen. Ja. Da geht es ja in die Richtung. Und da sage ich, Moment mal, die Evidenz, die ich mache mit der Astrologie, ist, dass da etwas, dass ich da eine Realität vor Augen habe, die völlig andere, zu einer völlig anderen Dimension gehört. Und ich nenne sie Schicksale. Was nicht heißt, dass es deterministisch ist, aber es ist Schicksale. Und da kommen wir nämlich in eine Dimension, wo es nicht mehr um Neigungen geht oder um psychische Merkmale, sondern in eine Psychologie ist das, was sich bildet aus meiner Erfahrung des Schicksals und nicht umgekehrt. Nicht Schicksal ist Psychologie, sondern Psychologie leitet sich aus der Art und Weise, wie ich mein Schicksal erlebe. Also da, und diese Dimension des Schicksalhaften, die wird meines Erachtens in der europäischen Astrologie und auch in vielen Strömungen der psychologischen Astrologie ausgeblendet oder relativiert oder man hat ein komisches Gefühl damit. Und das möchte ich mal, also ich wollte nur sagen, ein bisschen stärker müsstest du beim Paternoster-Beispiel schon qualifizieren. Ich wollte nur sagen, weil du sagst, man steigt in ein Geschoss ein und man steigt wieder aus. Das ist schon wesentlich, denke ich, in welchem Geschoss du einsteigen kannst, welche Fähigkeiten du vielleicht hast, den Paternoster dynamisch zu gestalten, schön zu gestalten, karg zu gestalten. Klar. Also das müsste alles sein, nicht nur weil du sagst, es ist so egal, wo man einsteigt und wie man es ist im Grunde genommen völlig gleichgültig, ja. Nee, aber du bist schon qualifiziert. Das ist dann eben halt eine Unterscheidungsfähigkeit, die was mit der relativen Bedeutung von etwas zu tun hat. Und das braucht man nicht zwangsläufig. Also das wäre ja alles gleich. Nein, es heißt einfach nur, dass egal wo eine Würdigung stattfindet. Eine Würdigung
in der Existenz, egal wo, in welcher Form, aus sich heraus dort. Ja, muss ein Unterschied sein, wo dort. Es gibt dann wiederum Unterschiede, aber die sind klassifiziert im Sinne von Wertung und Bedeutung. Die muss nicht sein. Man kann das auch neutral halten. Und das Paternoster-Beispiel wäre deshalb auch noch gut, weil es zwischen dem siderischen und tropischen Zodiak, nämlich das für mich ja nur eine Nullpunktverschiebung in einem System ist. Ja, klar. Ja, das ist so, wie wenn ich die Temperatur hier in Celsius oder in Fahrenheit messe. Wunderbar. Oder? Wunderbar. Es bleiben 360 Grad. Doch, er schon. Was denn? Er nicht. Ich sage, für mich ist siderisch und tropisch nur eine Nullpunktverschiebung. Ja, es ist ja schon. Um jetzt der Jungfrau die Qualitäten zuschreibe oder dem Löwen, ist ja nur ein Wortspiel. Ob ich sage, der Zweifelsspiel ist ja eine Nullpunktverschiebung. Moment. Ich kann doch die Synonyme austauschen. Hier ist eine Wortmeldung, okay. Mal gibt's ein Essen. Es gibt keine Probleme. Also morgen geht es ja weiter mit dem Wirkmechanismus. Ja. Nicht? Also ich möchte noch mal zurückkommen, die Idee von dieser Diskussion und was ich auch aus dem Zusammenhang Astronomie, Astrologie, wie nahe müssen wir das nehmen? Ich denke, das haben wir schon zum Teil recht gut aufgegriffen. Warum ist es klar? Das möchte ich gerne verstehen, was er sagt. Danke, Ralf. Ja. Wir haben festgestellt, die Astrologie muss sich nicht zwingend exakt an die Fakten von der Astronomie halten. Da haben wir unterschiedliche Beispiele auch auf der Geschichte haben wir gesehen, damit man zum Teil lange Zeit nur Astrologie gemacht, auch schon aus Berechnung und nicht aus direkten Beobachtungen. Und das heißt, die Astrologie in dem Sinn, es bezieht Elemente aus der Astronomie, aber nicht zwingend. Und das andere ist auch wieder, auch wenn wir sagen, ja, hier haben wir eine Diskrepanz von der Beobachtung, wir wissen nicht, wenn wir eine andere Art von Astrologie machen, wir werden besser, sondern wir haben eigentlich sehr viele Forschungsgebiete, wo man schauen könnte, was würde sich dann verbessern oder für welche Art von Astrologie wäre es besser geeignet und welche Fragestellungen könnte man besser beantworten damit. Ich denke, da haben wir so viele Fragen offen, da kann man nicht im Vorhinein sagen, das ist besser, sondern wir müssen es erforschen. Und das, denke ich, ist eigentlich was ich auch gerne initiieren möchte oder anstoßen möchte, Forschung. Ja, also, dass man sich vielleicht wieder mehr so um Forschung bemüht auch. Ich denke, so in den 30er Jahren, da hat es viel mehr, also man hatte keine Computer, es war mühsamer zu forschen, aber es hatte mehr Forschung gegeben um astrologische Berechnungen auch. Also Primärdirektionen, all diese Techniken auch. Ja. Und das finde ich eigentlich schade, dass heute in diesem Bereich nicht viel läuft, ja, und man hätte eigentlich ganz andere Möglichkeiten. Das ist angesprochen worden in den Vorträgen. Das stimmt, habe ich auch gedacht, dass diese Möglichkeiten der Forschung, die uns die Computertechnologie gibt, ne, dachte ich, so habe ich innerlich gedacht, das müsste nochmal ergänzt werden. Dass da sehe ich vielleicht eines der größten Potenziale letztendlich der Informatik, eben viel größer angelegte Datenbanken, Daten zu sammeln, zu vergleichen, Forschung, auch Fallforschung anzustellen, ne? Nicht nur Statistiken. Ja, das gibt Machine Learning, also dass ja in der künstlichen Intelligenz ja heute das A und O ist und das kommt ja nicht mehr weit. Also wenn wir so weit sind, vielleicht auch in der Astrologie solche Themen anwenden zu können, da könnte man verschiedene Arten von astrologischen Systemen dann vergleichen, weil die Datenmenge wäre dann nicht das Problem. Und die könnten dann Muster erkennen, aha, hier erkennt man das besser, kann man vielleicht diese Fragestellung besser beantworten als mit einer anderen Art. Ich denke, das sind vielleicht Möglichkeiten, die müssen wir nicht vorhanden programmieren, aber die Möglichkeiten nutzen, vielleicht dann kommen, dass wir das auch annehmen können und vielleicht an dieser Ebene weiterkommen. Und dazu kommt aber dann ein Punkt, der vielleicht synchron geht mit der Frage mit dem Nullpunktverschiebung. Wenn man das ohne die Definition der Einteilung 12 mal 30 Grad, sondern anhand von 0 bis 360 Grad einerseits macht, also wirklich die 264 Position Grad, Position Tierkreis. Und dann als Gegenstück dazu genau dieselben Fragestellungen, ob das nach Aspekten sind, Orben, was auch immer das sein mag, egal welcher Logarithmus im Hintergrund ist. Du sagst, okay, jetzt geben wir den Logarithmus für die Präzision mit ein und dann gucken wir, wann ist denn wo welche Auslösung, wenn man davon sprechen möchte, auf welchem Grad, in welcher Relevanz, mit welcher Außenresonanz und so weiter gegeben.
Und dann hat man eine Grundlage, darüber nicht mehr zu diskutieren, ob das der kosmische Hintergrund ist oder dieses oder jenes, ob die Sichtbarkeit das ist oder, sondern über eine entsprechende Datenmenge, die ja definitiv nach meinem Namensvetter Gunter Sachs, also aufgrund der Akte Astrologie, das hat ja auch viel, viel Illusionen zerstört, wenn ich das richtig verstanden habe, inklusive der nachgereichten Diskussion über statistische Relevanzaspekte, was aber jetzt nebenbei ist. Ab dem Punkt, wo wir sagen, von Null, und das ist Frühlingspunkt, völlig ohne Frage, das hat in jeder Beziehung eine Relevanz und darauf kann man sich, glaube ich, weltweit auch einigen, egal in welcher Form man Astrologie betreibt, egal in welcher Schule man sich zu Hause fühlt. Und wir sagen, das Ganze endet mit 360. Und dann haben wir eine Grundlage zu sagen, okay, hier haben wir eine Basis, da sieht das aus, da kann jeder reingeben. Ich möchte gerne den Nebenaspekt 45 Grad, das Halbquadrat, mit einem Orbis von 1,2 Bogensekunden haben. Ja, aber du hast den symbolischen Gehalt des Tierkreises ausgeblendet. Ja, Gott sei Dank. Es geht ja, das ist ja der Punkt. Wenn ich keine Mythologie habe, keine Psychologie, keine wie auch immer gearteten Vorstellungskräfte einer, das muss doch aber so und so, dann habe ich bunte Balkenbilder. Ja. Aha. Gelbe, grüne, blaue, was auch immer. Das ist ja eine Darstellungsfrage. Moment. In dem Moment ist es die Überprüfung der Nulllage, wie bei einer Waage, um eine Eichgenauigkeit herzustellen, die aber gleichzeitig folgendes Risiko beinhaltet. Und da möchte ich jedem, dass er darüber nachdenkt. Moment. Noch ganz der Reihenfolge nach. Da habe ich nämlich das Problem des Ganzen. Wer schlägt sich dann die Finger nach solchen Ergebnissen? Die Versicherungen. Zum Beispiel. Ja? Weil also dann eben halt diese Grundsätzlichkeit im Sinne von, das ist Astrologie und Tierkreis und das, alles wegfällt. Und dann, und das ist der nächste Punkt, sind wir auf einem wissenschaftlichen Niveau, was den eigentlichen Inhalt konterkariert. Und das ist genauso wichtig, dass der damit verbundene Ethos auch in Frage gestellt werden muss, weil sonst wird nämlich das Ganze sich selbst erledigen. Das braucht man dann nämlich nicht mehr. Wieso nicht? Weil das generelle Wissen darum allgemeingut sein wird. Und jeder, der möchte, kann sich dessen bedienen, genauso wie ich bei McDonald's essen darf oder eben halt im Fünf-Sterne-Restaurant oder Hotel übernachten. Das ist vollkommen frei. Was ich damit mache. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn diese nicht nur statistische Signifikanz, sondern die 360 Grad unterteilt in wie viel auch immer, ob wir auf 36.000 gehen oder noch darüber hinaus, also die kleinsten Feinheiten der heutigen Mathematik, womit die NASA in der Lage ist, Raketen sonst wohin zu schicken und so weiter und so weiter, ob wir das wirklich wollen, ist die Frage, die natürlich auch beantwortet werden sollte. Und nicht, um die Astrologie aus dem Nischendasein rauszubringen, sondern um zu sagen, wenn das Ganze nicht nur elektromagnetisch und innerhalb dessen und quantenmechanisch und so weiter, alles holistisch und bla 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 zusammenhängt, ob wir damit nicht auch das Risiko eingehen, dass dieses gegenwärtige noch Nischen und vielleicht Herrschaftswissen oder je nachdem, wie man das persönlich bedienen möchte, vielleicht auch genau da bleiben soll. Wer kann das denn für sich beantworten? Ich nicht. Aber das wäre eine Diskussion, die ich gerne führen würde. Ja, also da geht es genauso wie bei Genmanipulation und Ähnlichem. Es gibt hier etwas, was einen ganz, ganz hochqualifizierten Inhalt besitzt, den keiner in sich selbstständig vollständig definieren kann. Jeder kann individuell genau damit arbeiten, wie er das für sich gelernt oder entwickelt hat und aus sich heraus dahin gehen. Wenn aber jetzt die unterschiedlichsten Menschen in dieser Qualität auf einem bestimmten Niveau zusammenarbeiten, entsteht ein völlig anderes Bild. Das war die Grundfrage. Die Astronomen haben die IAU und was haben die Astrologen? Nichts. Ich werde 2018 in Wien sein bei den Astronomen, einfach deswegen, weil mich das interessiert, bei den astrologischen Astronomen, die treffen sich auch in Wien. Und da bin ich halt auch genauso gespannt, wie ich hier gespannt bin, was wird denn da erzählt und begründet und behauptet, bla. Ob du siderischen oder tropischen Tierkreis nennst, vollkommen die Venus ist gleich weit von Jupiter entfernt. Die beiden Kreise. Ja, wunderbar. Und Schumacher Leni hat für alle sichtbar eingeschaltet. Ja, aber du hast trotzdem eine Dimension der Astrologie ausgeblendet. Die Sphären. Nein, nicht ausgeblendet. Ich habe einfach nur gesagt, wenn man es runterbringt auf die Plattform von, es ist reine Mathematik im Weitesten, mit den unterschiedlichen Gewerken der Mathematik, dann. Nein, es ist eben nicht nur Statistik. Das hängt auch von der Art der Fragestellung ab. Das ist ja klar. Also ich will nur mal ein Beispiel geben. Ich habe eine sehr große Untersuchung gemacht an der Uni Saarbrücken. Statistische Untersuchung zur Astrologie mit hochsignifikanten Ergebnissen. Also einfach nur gefragt, Fragebögen ausgegeben, in denen man nicht merkt, was dahinter steht. Wann waren Veränderungen? Also biografische Betrachtungen über 13 Jahre, die Leute haben angestrichen,
welche Veränderungen in ihrem Leben waren. Da parallel habe ich geguckt, Uranus-Transite, und es waren hochsignifikante Ergebnisse. Mhm. Aber das gilt ja so lange als explorative Studie, wie ich vorher diese Hypothese Zumal nachgewiesen ist, dass in solchen Statistiken, wenn du Menschen fragst, die sich nicht einmal an die letzten 3 Jahre erinnern kann, und du fragst jetzt 13 Jahre ab, das heißt, wie oft hast du schon Klienten gehabt oder gefragt hast, was war denn in dem und dem Jahr, die keine Antwort hatten? Ich kann dafür, das nicht näher ausführen. Jedenfalls war das nicht zwei markante Erlebnisse. Ja. Das war zwischen dem Mauerfall 1989 und zwischen dem 11. September. Diese Spanne war es, wobei ich das so klassifiziert habe, ob die Leute sich erinnern. Ne? Aber das war, wann habe ich eine Untersuchung gemacht? 2004 oder 2003? 2001. Aber allein das, ne? Ja. Aber ich diesen Ding, so das selber sagst, von dir aus weiß ich gar nicht mehr, oder? Und dann verlangt ich davon, dass die richtig und ordnungsgemäß die Jahreszahlen einkritzeln. Das war nur so signifikante Ergebnisse. Ich habe das ja mit Pluto, Uranus und Neptun gemacht. Und das Design war also insofern korrekt. Die Universität hat es abgesegnet. Ich habe keinen einzigen Fragebogen hier in die Hand bekommen, sondern die wurden nummeriert. Also die Uni hat sie gesammelt, damit keine Datenselektion passieren kann. Man muss ja alles das ausschalten. Und eine Frau hat die Daten eingegeben im Computer. Ich habe natürlich überlegt, welche Tests können drüber laufen, also über SPSS, statistische Möglichkeiten, die man da machen kann. Und da kamen signifikante Ergebnisse raus. Ist auch alles publiziert in der Zeitschrift für Anomalistik. Und ich habe eine Replikation gemacht im Übrigen. Und auch da hatte ich einen Vortrag darüber gehalten. Auch da wieder hochsignifikante Ergebnisse. Also P gleich 0.000007. So hochsignifikant waren die. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Es ist zu kompliziert, das ganze Design zu erklären. Aber das würde überhaupt nichts veranlassen. Und wenn ich noch 1000 Mal mache, wer sich glauben will, guckt es nicht an. Und Erkel hat darüber geschrieben, was durch das Weltkrieg passt mit einem Sargen, totschweigend passiert. Also ich bedanke mich für die reghafte Diskussion. Wir müssen hier stoppen, weil wir haben noch einen weiteren Zeitraum, den wir einhalten müssen. Es hat mich gefreut, es war wirklich sehr anregend. Und morgens um 8:30 Uhr. Habe ich schon gesagt. Genau, da fangen wir hier an, treffen wir uns hier wieder. Ich denke, die meisten sehen wir uns jetzt auch im Nachtessen. Ja, aber alle.